Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Wie geht's dir denn jetzt 40 Stunden etwa nach dem großen Sieg? Du bist früher ausgewechselt worden, warst fix und fertig nach dem Spiel. Hast du dich wieder regenerieren können in der Zwischenzeit? Ich denke, jeder hat was dafür getan, um sich bestmöglich zu regenerieren. Wie es uns geht. Uns geht es natürlich allen gut. Können es, glaube ich, alle noch nicht so ganz realisieren, aber sind natürlich unfassbar glücklich. Jetzt war es ja so, sagen wir erstmal so, der Stellenwert des Erfolges, der ist noch nicht so richtig angekommen, glaube ich. Das höre ich jetzt dabei aus. Ne? Nee, ich glaube, der wird erst in ein paar Tagen, Monaten, wer weiß, wie, also der wird ja immer da sein, aber bis wir das richtig realisiert haben, das wird noch eine Zeit brauchen, glaube ich. Ja, ja. Es hat eine historische Dimension, ne? Bisher bist du ja eigentlich im Wesentlichen so von der Bank gekommen und jetzt ist der Trainer dann irgendwann auf dich zugekommen und gesagt, Simon, du spielst von Anfang an. Wie lief das ab und wie hast du das aufgenommen, das Ganze? Ja, das war bei der Videoanalyse, da hat das vor der Mannschaft gesagt, dass ich spielen werde, weil ja auch Panzer kränklich war. Und ich habe es natürlich positiv aufgenommen, ich will immer spielen, also habe ich mich gefreut natürlich. Und dann war dir klar, du spielst vorne gegen eine Weltklasse-Abwehr und alleine gegen zwei. Wie hat sich das angefühlt? Im ersten Moment ein bisschen undankbar, weil ich es ja letztes Jahr schon erleben durfte. Und ich glaube, drei Ballkontakte hatte, drei Kopfballduelle, alle drei verloren. Deswegen erstmal undankbar, aber dann, sobald das Spiel angefangen hat, habe ich gemerkt, so, ich komme gut in die Duelle rein. Wir sind alle gut im Spiel und dann hat es richtig Spaß gemacht. Ja. Man hat ja auch nicht irgendwie tatsächlich einen Klassenunterschied feststellen können, oder ging es dir da anders? Hast du einen Unterschied gemerkt zu den üblichen Gegnern? Also der Unterschied war halt, dass die in der ersten Halbzeit ihre eigene einzige Chance reingemacht haben und ich glaube, wir hatten da in der ersten Halbzeit schon zwei, drei gute Chancen, die wir besser ausspielen können. Also da hat man schon gemerkt, dass sie halt die Qualität haben und aber sonst war ich auch sehr überrascht, wie wir mitgehalten haben und sehr stolz auf die Mannschaft. War ja sicherlich auch ein Punkt, weshalb das so gut geklappt hat gegen Bayern, diese Taktik mit einer ganz stabilen Fünferkette hinten und dann eben mit dir als einziger Spitze. Ist das auch vielleicht etwas, was man jetzt in den Liga-Alltag übertragen könnte, zum Beispiel gegen eine doch recht individuell starke Sandhäuser-Mannschaft? Könnten wir, also wir haben ja gesehen, dass wir haben Spieler jeder Art und können, glaube ich, in vielen Formationen viele Systeme spielen. Und ja, das ist halt was Positives an unserem Kader, dass wir viele gute Spieler haben und je nach Spiel halt eine andere Formation spielen können. Ist es oft so, nach so einem Spiel, wo dann eben die Gedanken und alles noch bei dem vorherigen Spiel war, ist es schwierig umzuschalten auf das Neue? Geht es dir auch so? Also gestern war es noch schwer. Heute waren wir jetzt alle wieder hier beim Training und haben jetzt auch die Videoanalyse von Sandhausen hinter uns. Also denke ich, sind wir alle fokussiert auf das Spiel morgen. Ja, ja. Okay, jetzt muss man leider doch wieder, weil der nächste Pokalentscheid steht ja quasi an. Es wird am Sonntag ausgelost. Hast du irgendeine Mannschaft, die du gerne bespielen würdest? Und gibt es welche, von denen du denkst, naja, die lassen wir lieber, da heben wir uns dann für später auf? Ich würde mich freuen, wenn es in der nächsten Runde nicht wieder direkt Bayer Leverkusen oder Dortmund jetzt auf uns zukommt. Gerne später. Also ansonsten denke ich, wird jeder Gegner attraktiv. Es ist Achtelfinale, DFB-Pokal. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir dabei sind. Von dem her freuen wir uns auf jeden Gegner und einfach auf das Spiel. Ja. Wir freuen uns auf morgen und vielen Dank. Dankeschön. Nochmal Glückwunsch.